es ist soweit. Heute gibt es eine schöne Karottensuppe. Sag mal, Rico, was hältst du davon, wenn wir in ein eigenes Haus umziehen? Hans besitzt in Dörfli noch ein Haus. Ich habe es mir heute angesehen und es ist perfekt für uns. Aber es gefällt mir hier. Ich will nicht in ein anderes Haus. Unsere Freunde haben uns lang genug aufgenommen. Und du bekommst ein Zimmer ganz für dich allein. Dann werden wir Nachbarn sein. Und du kannst mich besuchen kommen und bei uns schlafen. Na und ab. Und dann habe ich ein Zimmer ganz für mich allein. Schön, sobald dort alles repariert ist, ziehen wir ein. Rico! Ah, Heidi! Komm hoch! Kuckuck! Und, hast du dich schon eingelebt? Sie, es ist fantastico! Papa hat gesagt, wenn ich all meine Sachen eingeräumt habe, kann ich mit dir auf die Weide gehen. Ich hab dir noch etwas mitgebracht. Hier, es soll euer neues Zuhause beschützen. Das ist nett. Danke, Heidi. Nur, weißt du, ich glaube nicht an den Wolpertinger. Ganz wie du meinst, aber wenn er hier einzieht, dann weißt du warum. Die Ziegen werden ungeduldig. Allora, lassen wir sie nicht warten. Damit könnten Sie ja ein Regiment durchfüttern. Ich will nur die Vorräte auffüllen. Jetzt, wo Rico und ich ein eigenes Haus haben, da fällt mir ein, Guten Morgen. Buongiorno, Brigitte. Du kannst den Korb dort drüben abstellen. Sie brauchen? Ah ja, wissen Sie vielleicht, wo ich einen Ofen herbekomme? Unsere taugt nichts mehr. Oh, ich könnte in mein Feld einen für Sie bestellen. Die haben die neuesten Modelle. Oh, eigentlich habe ich eher an einen Gebrauchten gedacht. Einen Gebrauchten? Bei uns im Schuppen steht noch ein alter Ofen herum. Er wurde viel genutzt, aber wenn du willst, gehört er dir. Wirklich? Von mir aus kannst du ihn gleich abholen kommen. Sehr gern. Vielen Dank. Dann wünsche ich einen guten Tag. Frau Keller? Schönen Tag noch, Agathe. Wenn du dich weiter so gut machst, kannst du bei Peter bald die Prüfung zum Geißengeneral ablegen. Ich habe ja auch die beste Lehrerin. Allora, dann gehe ich mal nach Hause. Das fühlt sich komisch an, oder? Vergiss nicht, das Gebinde an die Tür zu hängen. Man weiß ja nie. Also, bis morgen. Bis morgen, Rico.